So, liebe Leute, Warren winkt euch schön zu mit seinem Düsenwaffen-Dingsbums. Ja, wir sind hier auf der Reise rein in die Souls-like-Spiele am Beispiel von The Surge von Deck 13 aus dem Jahr 2017. Ich suche ein bisschen danach, was diese Spielart so zusammenhält. Und wir sind ähnlich wie bei Lords of the Fallen. Das erste Let's Play, was ich gemacht habe zu einem Spiel von Deck 13, halt in so einer Grinding-Schleife gefangen. Letzte Folge haben wir noch einen Bossgegner zerlegt. Schaut euch das gerne noch an, wenn ihr es verpasst habt. So ein Recycling-Roboter, der dann überraschend schnell am Ende doch zerlegbar war, wenn man ein bisschen vorsichtig agiert und ausweicht und so. Und nun haben wir eine Stabwaffe gefunden. Wir haben unseren Anzug ein bisschen aufgerüstet und konnten die Leistung des Kerns erhöhen. Ich muss mich auch immer daran erinnern, dass wir am Anfang im ersten Gebiet auch noch eine Treppe haben zu einem Raum, wo man 55 Energie braucht. Das ist die Kernleistung da unten, die man da sieht. Und wir haben jetzt 45 voll, weil wir haben einen neuen Implantate-Slot bekommen. Und da haben wir diese Kernleistung eingebaut, um mal zu gucken, wir brauchen dann Energie, die wir als Lebensenergie wieder zurückbekommen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Sonst bauen wir halt einfach noch einen weiteren Slot von der Vital-Injektion ein. Das ist das, was irgendwie am hilfreichsten ist. Seine Medizin suchen wir auch noch. Ich weiß nicht, wo sie ist. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier lang mussten. Zur gnädigsten. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich schaue mal erstmal einen anderen Weg. Ja, es ist sehr verwinkelt. Es ist eine Industrieanlage. Und, wie ihr seht, ja, wir benötigen Hilfe. Und was ihr seht, ist, dass es halt verschiedene Zonen gibt, die man auswählen kann. Das ist halt eine sehr blutige Mechanik. Das heißt, wenn euch sowas abschreckt, dann nehmt einfach eins der anderen Let's Plays. Ich finde es halt auch ein bisschen übertrieben mit diesen Fatalities und Gliedmaßen abtrennen, aber es ist eine sehr coole Mechanik, die einen zwingt zu überlegen, was braucht man an Gerätschaften, weil man die halt gezielt den Gegnern abmontieren muss durch den Kampf. Und ich versuche jetzt auch mal wieder ein bisschen besser in der Parade zu werden. Und das hat auch schon ganz gut funktioniert. So, wir wollten jetzt zu ihr. Hatten wir da nicht auch schon eine Abkürzung freigeschaltet? Den armen Kerl habe ich jetzt vermöbelt, aber mir war so, als wäre das schon eine Abkürzung gewesen. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Wir haben sein? Den Fahrstuhl vorne. Der führt uns ganz runter. Da wollen wir aber nicht hin. Das muss ja dann doch hier irgendwie gewesen sein, oder? Gucken wir einfach mal, wo wir hier rauskommen. Diese ganzen Geheimgänge und Versorgungsschächte, ohne dass man eine akzeptable Karte mit sich führt. Was schon ein bisschen absurd ist, wenn man hier arbeitet und keine Karte dabei hat. Ach ja, genau, hier war das. Die Türen haben wir halt nach und nach alle freigeschaltet. Das ist auch so ein Element, was typisch von Souls-like-Spielen ist irgendwie. Und wieder hat er mich erwischt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, überall schaltet man dann Wege frei. Da vorne links um die Ecke haben wir auch einen Durchgang freigeschaltet und können uns so nach und nach durch das Gebiet besser bewegen. Und jetzt zum Beispiel auch zur gnädigen Frau runter. Das war da bei der Treppe, ne? Es fällt mir durch diese ganze Industrieanlagengeschichte ohne wirkliche Sehenswürdigkeiten, also so Point of Interest, fällt es mir total schwer, den richtigen Ort, den richtigen Weg zu finden, würde ich sagen. Hey, solltest du mir nicht einen Stab besorgen? Das habe ich ja jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich. Ich sage, ich habe, was du brauchst. Dieser Satz ist normalerweise das Vorspiel zur Enttäuschung, aber hey, ich bin für alles offen. Zeig her, was du hast. In Ordnung, dann lass mich dir den Biomaster vorstellen. Effektiv gegen Unkraut und Ungeziefer, hoffe ich. Du hast was gut bei mir. Nett zu sehen, dass nicht alle Ritter ausgestorben sind. Und das ist jetzt alles. Ich sollte jetzt besser los. Und gerade als wir anfangen, uns kennenzulernen. Oh, geiler Kampfstab. Na, genießen wir den Aufenthalt in unserer Klapse? Ja, irgendwie schon. Ich sollte jetzt besser los. Und gerade als wir anfangen, uns kennenzulernen.
Das war aber unspektakulär. Jetzt hat sie diese Waffe. Die haben, vielleicht hätten wir die doch noch aufrüsten sollen. Vielleicht ist es so ein fieses Ding, dass man später sie braucht und dann aber keine Gelegenheit mehr hat, das aufzurüsten. So, okay. Das war hier. Jetzt versuche ich krampfhaft darüber nachzudenken, wo wir jetzt noch Lücken haben. Irgendwie bei diesen Robotern oben, ne? Bist du nicht einfach irgendwer? Du bist jemand. Jemand Wichtiges. Bei Creo geht es um euer Wohlergehen. Und zwar für Körper und Geist. Creo ist mehr als nur ein... Ich frage mich auch, warum wir diese Roboter nicht mehr besiegen können. Ich würde das gerne nochmal ausprobieren, dass auch das... Oh. Doch nicht. Wir kriegen die nicht, hin. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Der wird einfach immer heiler. Das war doch am Anfang aber nicht so. Wieso ist das jetzt so? Was habe ich umgestellt an diesem doofen Anzug? Okay. Ach, das gibt's doch nicht. Also irgendwas müssen wir ja verändert haben, dass ich auf einmal nicht mehr so zuschlagen kann. Ich stelle mich einfach doof an heute. Die haben sich doch nicht immer so massiv geheilt da. Ach Mist, jetzt müssen wir ja auch wieder runter, ne? Komm jederzeit wieder. Mhm. Oh Mann, das ist aber auch echt nicht einfach hier. Also hier geht's runter. Oh! Dass man da auch noch runterfallen kann, das gibt's doch gar nicht. Blauen Zonen sind ein kleiner Schrotthaufen aus Metall. So, wo war jetzt unser Zeug? Es gibt's doch nicht. Wieso genau? Achso, vielleicht probiere ich das mal ohne den Roboter. Vielleicht haben wir dann mehr Wumms. Sag mal, wieso? Da kam ich aber nicht durch jetzt. Von Rio oder Mardi Gras, New Orleans. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Mist? Oder was ist mit einem Besuch im Kolosseum? Der Höhe des Römischen Reich. Ganz genau. DTS erfüllt. Jetzt war das ganz normal. Oh, guck mal, wo ist sie denn jetzt? Sie ist weg. Mann, 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 Mann.
Okay, aber habt ihr gesehen, dieses Mal war es ganz anders. Ohne den kleinen Zusatzroboter hat er sich nicht repariert, scheinbar. Das sollte ich nochmal ausprobieren. Hier vorne war ja noch so einer. Oha! Der ist aber gut gepanzert, der Junge. Ich wollte sagen, ist das meine... Oh, sag mal, dieser Köter ist ja fürchterlich neuerdings. Dieses Gekläffe. Als antworten die Nachbarshunde. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine nette Unterhaltung unter Freunden. Ach, da oben ist doch auch noch der Onkel, der einen immer von der Seite anschießt. Ach Mensch. Hast du gedacht? Hast du falsch gedacht? Oh, der ließ ja gar nichts fallen. Oder ließ er das zu tief fallen? Das ist ja dann sozusagen zutiefst verstörend. Entschuldigt. Warum er das da einblendet, verstehe ich auch nicht so richtig. Und warum es vor allem immer wieder einblendet. Nein, ach, da war ich übermütig. Ist die jetzt bei uns auch im Medbay-Raum? Nee, sie muss dann ja irgendwo anders sein. Da können wir jetzt nicht viel machen. Wenigstens die Kleinigkeit schon mal speichern. Und dann da raus wieder. Wir helfen gern. Am besten wieder hier lang, oder? Ohne dann runterzufallen. Können wir das hier eigentlich einglitschen? Weil das ist doch dieser Raum. Das müsste doch auch noch eine Abkürzung sein, ja. Okay. Hauptsache, ich kürze jetzt nicht wieder zu sehr ab und falle. Ach so, der war noch nicht da, deswegen ging das nicht. Wenn man zu ungeduldig ist. Zeigt aber frecherweise nicht an, wo unser Altmetall rumliegt, ne? Muss liegt jetzt natürlich genau vor diesen ganzen Idioten rum. Kein Achievement gibt, zwei auf einmal zu erledigen. Wo ist unser Zeug? Ach, das liegt direkt vor seiner Nase. Wie gemein ist das denn? Ich will das wieder haben. Hau ab, Junge, ey. Das gibt's auch nicht.
das doch mal hier, ey. Ich bin da weg, geh weg. Mann, dass man dann. Ich kam da nicht raus aus diesem Kringel. Ich war festgeklemmt. Super. Strafendes Gameplay. Immerhin haben wir unser Zeug wieder eingesammelt. Ach Mann. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Mhm. Ich fahre gleich aus Protest ins andere Nachbargebiet. Das kann doch wirklich aber nicht angehen, ey. Der einen jedes Mal erwischt. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn da falsch? Ich kann den irgendwie auch nicht blocken. Ich habe schon alles versucht. Du warst eben gar nicht da, du schummelst, Junge. Andere. Ist er runtergefallen wieder? Haben wir schon mal, dass er einfach runtergekippt ist. Hä? Der hat sich da wieder eingeklinkt. Nein, ich will nicht runterfallen. Geh weg. Oh, ich habe schon gedacht, der schmeißt mich da wieder runter. Puh, ich werde noch wahnsinnig mit diesem Gameplay hier. Mich. Hm, das ist doch auch alles scheiße so. Ich denke, wir müssen uns jetzt mal um diese Roboter kümmern. Also mit denen hier habe ich irgendwie kein Glück. Weiß auch nicht. Dann auch mal probieren. Ja, ja, machen wir. Mhm. Ist schon komisch, wie sie manche Attacken verketten und manche nicht. Ich dachte schon, der repariert sich jetzt wieder, der Sack. Okay. Ach, von denen kriegt man Hightech-Materialien, deswegen sind die so schwer zu bekommen. Noch sein. Da hinten ging es noch hoch. Da war dieser Übergang zur Brücke. Auf der anderen Seite der Brücke haben wir ja auch dieses ganze Recycling-Gedöns gehabt und so und diese ganzen anderen Räume freigeschaltet. Ich bin echt völlig verwirrt, wo man hier lang soll. Konnte man hier noch irgendwas machen? Wir haben jetzt ja irgendwie Stufe 45 erreicht. Mir war so, als wäre da unten noch irgendwie noch eine Tür, ne? Oder war das Stufe 55?
merkwürdig ist das. Noch ein bisschen mehr Schrotthaufen aus Metall. Wir müssen auch dringend irgendwas bekommen, wo wir mehr Ausdauer erhalten. Es geht immer ziemlich schief, wenn ich mehr anlaufen muss. Bleibt nicht genug Ausdauerenergie. Ja, ist ja gut. Komm, komm, komm. Dann bleibt immer nicht genug Ausdauerenergie, um den wirklich aufzufangen, den Gegner. Ah, 60 war das, scheiße. Da ist ja noch eine Brücke. Haben wir da unten? Wir sind doch irgendwie darüber gelaufen, genau. Ach, das ist wieder so ein Messerjockel mit Anlauffunktion. Elegant. Ach nee, da konnten wir denn nur zu dem Fahrstuhl, die müssen wir von der anderen Seite irgendwo aufmachen. Was? Ach, die Seite kennen wir doch aber auch irgendwo her. Ist das das, was wir in dem großen Recyclingraum hatten? Nee, also hier geht's nicht auf. Maintenance. Das mit der Orientierung ist echt schlimm. Resolve Biolabs. Moment mal, da sind wir doch rausgekommen unten. Auf der anderen Seite, dort sind wir doch rausgekommen, da aus dem Winkel. Und da sind wir hochgestapft. Da haben wir die Tür geöffnet. Und hier unter uns sind wir nicht durchgekommen. Okay, und da ist dann diese Biolab-Station. Also, aber ganz ehrlich, Leute, die müssen doch bei Creo eine Waffe gehabt haben, ihre Abteilung so zu bauen mit den... mit diesen Treppenaufgängen und so. Ja, 60, das ist noch ein bisschen viel. Ist auch die Frage, was genau dann passiert, ne? Ein Schaltkreis wird überladen. Vielleicht geht dann die Tür drüben auf. Okay, also wir versuchen es jetzt zurückzukämpfen, hoch zu diesen komischen... Roboter-Dingern da. Also die Skorpion-Roboter. Das muss ja einen Weg geben, die zu zerlegen. Und in die andere Richtung. Hier war da noch irgendwas. Da war dieser Recycling-Raum, ne? Und da war diese eine Stellung, wo man einen Recycling-Roboter noch vorbeigehen konnte, um so eine Treppe hochzugehen.
Also wenn man das nicht in einem Rutsch durchspielt und dann auch noch Karten bezeichnet, dann ist das Spiel echt schwer zu verdauen. So, wo sind wir jetzt hier, ne? Ja. Personalankunft und der Herr da unten macht ja was gegen seine Kopfschmerzen. Okay. Liefern wir hier jetzt erstmal unser Zeug ab. Mal gucken, wie viel wir zusammengekriegt haben. Immer noch nicht genug. Wo Sekunde mal. Inventar. Wir haben ja die hier noch. Das dürfte trotzdem knapp werden, oder? Außerdem müssen wir dann das Implantat wieder ausbauen. Haben wir noch was, was wir mit 0 haben? 1, da 0. Na, okay. Erhöht die maximale Energie abhängig von der Kernleistung. Alles, was 0 hat, könnten wir dann nur noch einbauen. Was ist das hier noch? So, okay. Okay, das heißt, wir müssen das hier aber erstmal wieder ausbauen. Das, ach, das kann man gar nicht ausbauen. Wie jetzt? Ach so. Aha, okay. Dann verstehe ich es jetzt auch. Implantate. Wo ist denn das Ding jetzt? Irgendwo da unten, ne? Nee. Ach, das ist es ja. Dann haben wir jetzt 4 frei und das müssten, wenn wir den Anzug wechseln, den Haupt... den Körperanzug, dann müssten eigentlich noch 2 dazukommen, oder? Wir hätten noch eben einen mit 0. Was war denn das noch? Energie plus 12. Guck, das ist auch immer nicht schlecht. Kostet uns nichts. Nehmen wir mit. Ich frage mich auch immer, ob wir irgendwas hier noch mit diesem Anzug-Rig machen können. Aber gut. So, Altmetall einlagern. Und jetzt können wir den in der Stufe 2 bauen. Das Brustmodul Angel. Ich hoffe so sehr, dass das dass man da irgendwie so einen leichten Flugsprung mitmachen kann oder sowas. Aber dann fliegen wir wahrscheinlich demnächst irgendwie die Klippen runter. Aber ich frage mich auch die ganze Zeit, was ist sein Vorteil? Er erhöht den Ausdauerverbrauch. Und die Verteidigung scheint mir jetzt auch nicht so geil. Was ist denn hier mit der Verteidigung? Also 20% Unterschied haben wir dann in der Ausdauer. Er verbraucht viel weniger Kernleistung. Hat zwar eine niedrige Stabilität, aber das hat uns bisher also aus dem Gleichgewicht gebracht, werden wir sowieso nicht. Sehr merkwürdig. Naja, wir werden es rausfinden. Ausrüstung kann man ja, glaube ich, auch ohne den ausklingen, ne, oder? Spaceman. So, haben wir denn jetzt eine Set-Fähigkeit oder was? Fehlt noch was im Set? Ach, guck mal.
Mit einem kompletten Angel 6 Ausrüstungsset erhöhen sich Angriffstempo und Energiegewinn sowie die Wirkung aller Codename-Werkzeuge. Aha, es gibt noch mehr Codename-Werkzeuge, das ist gut. Aber was hat sich denn jetzt verändert? Alle Angriffstempo und Energiegewinn. Ach, Energiegewinn 160, wo ist denn Angriffstempo hier? Etwas kryptisch. Gibt es nicht irgendeinen Wert, der sagt, was Angriffstempo angeht? Sehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Steht aber auch nichts von Giftschutz bei dem Anzug, ne? Ist ja komisch. Okay, liebe Leute, das ist doch schon mal gar kein schlechter Anblick. Wir haben es endlich geschafft, unseren Anzug vollständig zu machen und haben auch die Energieverteilung beachtet. Wir haben sogar noch einen Punkt frei. Also habe ich irgendwas an der Energieverteilung nicht beachtet. Aber ist ja besser so rum als... Dann können wir uns nochmal bei den Implantaten kurz angucken, ob wir irgendwas mit... Oh. Steckimplantat. Festimplantat? Was bedeutet Festimplantat? Injektionen. Steckimplantat ist ja komisch. Reduziert den Energieverbrauch von Finishing-Sequenzen. Generiert Energie beim Blocken von Angriffen. Verlangsamt den Energieverlust. Ah, also nach dem Kampf. Man kann sich schneller wieder in den nächsten Kampf mit derselben Energie noch stürzen. Okay. Das schaffe ich sowieso nicht. Erhöht die Menge an Altmetall, die man mit getöteten Gegnern findet. Das fände ich nicht schlecht. Oh. Ja, Leistung 8. Erhöht bei entsprechend hoher Energie das Angriffstempo. Hier steht aber nirgendwo Angriffstempo. Sehr merkwürdig. Okay, aber wir haben wenigstens schon mal rausgefunden, was das Set ausrüstet. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn es das tut, was es da beschreibt. Ja, dann danke ich euch sehr für auch diese Runde in dieser Folge. Und freue mich sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei der Reise in die Souls-like-Spiele. Ja, ja, er deutet schon an, dass er gerne möchte, dass ihr wieder dabei seid. Bleibt immer schon neugierig, wir sehen uns in der nächsten Folge auf der Suche nach dem, was die Souls-like-Spiele so im Kern zusammenhält. Jetzt kommen wir ja langsam wieder ein bisschen rein, haben Bossgegner erledigt in der letzten Folge und kommen jetzt vielleicht bald in ein neues Gebiet. Achso, ja, jetzt müssen wir erstmal aber noch unsere Gegner, diese Skorpion-Dinger da oben auf der Oberetage in der nächsten Folge erledigen. Das wird ein Spaß. Was blendet er denn da jetzt ein? Ach, das ist wahrscheinlich die Set-Eigenschaft, ne? Ah, okay. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt immer schön neugierig. Bis dann. Ciao.